Och nö, schon wieder steht eine Gruppenarbeit in einem Fach an, dieses Mal aber nicht im Unterricht, sondern zu Hause. Und jetzt? 5 Tipps für eine gute Zusammenarbeit gibt es in diesem Video, also viel Spaß und los geht's! Gruppenarbeit bedeutet, dass du mit anderen Mitschülern an einer Aufgabe, einem Projekt oder einem Referat zusammenarbeiten musst. Und wenn nicht gerade deine beste Freundin oder dein bester Freund dabei ist, kann es schnell doof werden. Aber das Ziel deines Lehrers ist, dass du lernst, auch mit anderen klarzukommen und dass jeder in einer Gruppe mitarbeiten muss. Auch wenn die Realität durchaus meistens anders aussieht. Wir haben aber 5 Tipps für dich, wie deine Zusammenarbeit doch noch erfolgreich wird und wie am Ende eine gute Note bei rauskommt. Tipp Nummer 1. Entweder du bekommst das Gruppenthema von deinem Lehrer vorgegeben oder du musst zusammen mit deiner Gruppe ein Thema aussuchen. Wenn das Thema feststeht, solltest du Folgendes tun. Investiere ausreichend Zeit in die Recherche, verschaff dir einen Überblick über alles, sichte Bücher, Zeitschriften, YouTube-Videos, Bilder, Karikaturen und so weiter. Und halte natürlich deine Quellen schriftlich fest, damit du später alles wiederfindest. Wenn das jetzt jeder aus seiner Gruppe macht, hat deine Gruppe jetzt schon eine Menge an Wissen angesammelt. Also unser Tipp Nummer 1, eine erste und geordnete Materialrecherche erleichtert das weitere Erarbeiten deines Themas bzw. deiner Fragestellung. Und damit kommen wir zu Tipp Nummer 2. Klar, das Thema hast du schon, aber das Thema ist vermutlich relativ weitläufig. Wenn du keine Einschränkungen vorgegeben bekommen hast, einige dich mit deiner Gruppe auf bestimmte Aspekte oder eine Eingrenzung des Themas auf Unterthemen bzw. einen Schwerpunkt, damit nicht zu wischiwaschi erarbeitet wird. Also unser Tipp, ein klares und strukturiertes Thema verhilft dir und deiner Gruppe zu einer tollen inhaltlichen Leistung. Und damit sind wir bei Tipp Nummer 3. Klar, nach der Recherchearbeit startet das Arbeiten. Damit nicht zu viel Zeit mit unwichtigem Kram verloren geht, erstell dir einen Arbeitsplan mit einer zeitlichen und thematischen Gliederung, denn du hast vermutlich nicht so viel Zeit für die Gruppenarbeit. Und durch den Arbeitsplan weiß jeder, wann welche Deadline ist und natürlich die Abgabe. Parallel zum Arbeitsplan ist es sinnvoll, Aufgaben in der Gruppe zu verteilen, sei es, dass der eine die Zeit kontrolliert, der andere das Protokoll schreibt, der dritte ein Materialbeschaffer ist, dann gibt es noch einen Gruppensprecher und so weiter. Dadurch trägt im Optimalfall jeder zum Erfolg bei. Also unser Tipp, ein Arbeits- und Zeitplan mit fester Aufgabenverteilung fördert nicht nur das gemeinsame Arbeiten, sondern vor allem auch das erfolgreiche und zielgerichtete Arbeiten. Und damit sind wir auch schon bei Tipp Nummer 4. Bestimmte Deadlines hast du mit deiner Gruppe schon im Arbeitsplan festgehalten, aber fürs gemeinsame Arbeiten muss man sich auch zusammensetzen. Vielleicht ermöglicht das euer Lehrer im Unterricht, wenn nicht, dann solltest du dich nachmittags mit deinen Gruppenmitgliedern zusammentun. Unterschätze es nicht, auch diese Treffen sind wichtig und können, nun ja, lustig sein. Also unser Tipp Nummer 4, plan die Gruppentreffen und trag regelmäßiges Treffen in den Plan mit ein. Und damit sind wir auch schon beim letzten Tipp, Tipp Nummer 5. Du hast schon einiges zu den Rahmenbedingungen von Gruppenarbeiten gehört, aber ein wichtiger Bestandteil ist das Verhalten. Klar, du arbeitest nicht immer nur mit deinen besten Kumpels zusammen, sondern eben auch mit Mitschülern, die du nicht magst. Blende das aber aus und konzentriere dich auf die Zusammenarbeit. Sprich Probleme sachlich an, sei freundlich und wenn möglich auch zuvorkommend. Abneigungen sollten nicht offen ausgetragen werden, zumindest nicht während der Gruppenarbeit. Also, unser Tipp lautet, auch die Beziehungen der Gruppenmitglieder untereinander sind wichtig und wenn die stimmen, dann steigert das die Effektivität der Arbeit und somit auch die Note. Was hast du für Erfahrungen mit Gruppenarbeiten gemacht? Schreib es uns doch gerne in die Kommentare. Mehr Tipps für die Umsetzung einer Hausarbeit gibt es in diesem Video und natürlich in unserer Playlist. Also Daumen hoch und abonnieren und bis bald. Ciao!